Immer wieder schön, Christian Aigler bei uns an der Seite zu haben, clubexpertenforum.com. Ja, wollen wir natürlich auch wissen. Auf der einen Seite, du bist mit Wehmut von Nürnberg weg und wenigstens ein bisschen freudiges Herz in Ingolstadt. Ja, wir stehen im Moment ganz gut da mit 26 Punkten. Ja, sind da relativ erfolgreich und ja, der Abschied ist mir natürlich schwer gefallen, aber ich verfolge die Nürnberger immer noch und freue mich immer wieder, wenn sie Punkte holen. Ja, mit dem Leidl, Steff, hast du ja zumindest einmal einen ehemaligen Club-Weggefährten an deiner Seite. Ist es so dann wenigstens ein bisschen fränkisch in Ingolstadt? Ja, also ist klar, er war auch früher bei Nürnberg und ja, wir haben auch einen guten Draht zueinander und erhalten uns auch noch öfter über alte Zeiten beim Club. Und ja, das vergisst man nicht und irgendwo bleibt man immer Klubberer. Du warst als Franke immer einer der Lieblinge in der Kurve. Wenn du ins Stadion gehst, warst du schon mal wieder oder ist das so ein Weg, wo du noch nicht so gern wieder hingehst? Nein, ich habe bis jetzt eher noch keine Zeit gefunden, weil wir auch meistens Sonntag spielen und der Club dann Samstag, da sind wir meistens schon im Hotel. Also ich versuche es, dass ich nächstes Jahr mal schaffe und freue mich da auch drauf. War ja eine super Zeit, die 4 Jahre. Wie verfolgst du noch den 1. FC Nürnberg? Ja, also, soweit es geht, versuche ich schon, zumindest immer die Zusammenfassung zu sehen. Wenn jetzt sogar auch mal die Live-Spiele im Fernsehen. Also, ja, ich freue mich immer wieder. Die alten Kollegen habe ich auch noch zum Timmy Simmons und so, Pelle Nilsson und so, haben wir immer noch mal kurzen Kontakt. Und das ist ja auch schön. Und auch Marek Minter oder Andreas Wolf. Also, ich bin da schon noch mit den alten Kollegen öfter mal in Kontakt und das ist natürlich toll, wenn man das aus der Zeit da mitnehmen kann. Vermissen Sie dich schon ein bisschen in der Kabine? Ja, ich hoffe es. Also, hat ja immer Spaß gemacht. Also, wir haben da schon immer Freude gehabt bei Nürnberg und ja, aber ich denke, bei denen läuft es im Moment ja auch ganz ordentlich mit 20 Punkten. Deswegen ja, passt das alles so. Was hast du für einen Eindruck? Muss man sich in der Rückrunde irgendwie hin noch Sorgen machen, dass das nach hinten irgendwie abstürzen könnte? Oder ist die Mannschaft mittlerweile so gefestigt und so stabil, dass man sagen kann, nö, das kriegen die schon? Ja, das glaube ich schon. Ich denke, Nürnberg hat eine gute Truppe, hat auch eine Erstligatruppe und das haben sie auch bewiesen. 20 Punkte, das ist schon mehr wie die halbe Miete, sage ich mal. Und ich glaube auch nicht, dass sie da nochmal richtig hinten reinrutschen. Da haben wir auch ein gutes Trainerteam, der ja, mit dem Dieter Hecking, der es ja auch schon lange macht und Erfahrung drin hat. Deswegen bin ich sicher, dass sie ja, frühzeitig den Klassenerhalt schaffen werden. Traust du es ihnen irgendwann mal zu, den nächsten Schritt zu gehen? Also auch mal dahin zu gehen, Europapokal, wo die Fans zumindest immer gerne hinträumen. Das hast du ja selbst auch in deiner aktiven Zeit beim Club immer wieder mitgekriegt. Läuft es mal gut? Sind die Fans sofort da und können träumen? Ja, es war schon Anfang der Saison so, wo jeder dachte, oh, der Club würde dieses Jahr mal oben angreifen. Aber das dauert sicherlich, da braucht man eine Entwicklung. Da muss man schauen, dass man die Mannschaft lange auch zusammenhält. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass in den nächsten 2, 3 Jahren der Club auch mal international angreifen kann. Dienstag, Mittwoch gibt es noch so einen nationalen Pokalwettbewerb. Ihr habt euch da bereits verabschiedet, der 1. FC Nürnberg hat sich da bereits verabschiedet. Ärgerlich, dass man da nicht mehr dabei ist, weil Pokal irgendwie ist, kann schon auch irgendwann, wenn es so Richtung Viertelfinale, Halbfinale geht, Leuchten in den Augen bringen, denke ich mal, für einen Spieler auch. Ja, natürlich. Es wäre auch mal die Chance gewesen, dass vielleicht mal Club gegen Ingolstadt spielt. Also wäre auch ein interessantes Spiel geworden, aber nächstes Jahr vielleicht. Und geht es ja auch um Geld für den Verein. Also ist es für beide Mannschaften schon wichtig gewesen. Für uns als Spieler haben wir jetzt halt ein paar Tage eher Urlaub, ist auch nicht schlecht, aber ja, nächstes Jahr wollen wir da auch wieder angreifen im Pokal. 3 Jahre hast du in Ingolstadt unterschrieben. Träumst du da schon auch ein bisschen, dass du mal schießt? Vielleicht geht da nach oben doch was weg oder sind da andere Mannschaften, die einfach andere Möglichkeiten haben? Ja, im Moment, dieses Jahr ist unser Ziel, 40 Punkte zu erreichen und wir müssen da immer von Jahr zu Jahr schauen. Ja, sind ja mit Audi auch irgendwo dann von Audi abhängig, was die auch wollen und ja, mal schauen, vielleicht, dass wir die nächsten 2, 3 Jahre auch mal angreifen können. Kulisse Nürnberg-Ingolstadt nicht vergleichbar, denke ich mal. Nein, auf keinen Fall. Wir haben auch ein schönes Stadion in Ingolstadt, da passen so 15.000 rein, aber ja, ist fast nie ausverkauft. Und dann, wenn man sieht in Nürnberg, was da für eine Stimmung ist, kann man nicht vergleichen. Der Verein ist aber auch noch ein junger Verein in Ingolstadt und Nürnberg mit der Tradition ist klar, dass da was anderes von den Fans ist. Aber mir macht es trotzdem Spaß und habe gute Kollegen und deswegen freue ich mich immer wieder, wenn wir auch gute Spiele machen. Schöne ist ja, du bist ja Franke, hast dich zu Franken bekannt, pendelst jeden Tag von Franken nach Oberbayern. Wie verbringst du Weihnachten? Weil bist ja eigentlich eher der Familientyp.
Ja, wir sind jetzt 3 Tage in einem Familienhotel und dann am 24. kommen wir wieder zurück und sind da ganz gemütlich mit der Familie daheim vom Gößbaum, ja, was Schönes essen und ein paar Geschenke auspacken. Und das, denke ich, ist wichtig, dass man mit der Familie zusammen ja, da besinnliche Weihnachten hat. Gibt es in der Familie Aigner irgendwelche Traditionen an Weihnachten, irgendwas Spezielles, dass man immer das Gleiche isst? Ja, meine Frau, die will jetzt anfangen, dass wir immer Wienerle essen, also da muss sie nicht viel kochen. Die sind schnell gemacht, hat sie keine Arbeit. Ist natürlich mit 3 Kindern schwer, da noch ein großes Menü aufzukochen. Und ja, das ist dann unser Weihnachtsmenü und das vielleicht werden wir das als Tradition fortführen. Und zum Abschluss, Silvester bei dir eher laut oder leise? Wird geschossen? Ja, es wird schon ein bisschen geschossen, aber doch eher ruhiger. Ich habe ja selber am 1. dann auch Geburtstag, also fahre ich da schon ein bisschen rein, vielleicht mit ja, auch mit der Familie, vielleicht 1, 2 Freunde, das noch kommen und dann ja, stoßen wir auf ein tolles neues Jahr an. Also dann wünsche ich dir frohe Weihnachten, besinnliche Zeiten und einen guten Rutsch. Dankeschön. Danke auch.